Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Review auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es diesmal wieder um einen M4, diesmal um die Lownex Osiris hier in der 16 Zoll Version. Ist eine der neuen Waffen bei Begardi, die jetzt auch von Werk aus von Begardi mit den neuen EFCS ausgeliefert werden, den Begardi Core. Und ich möchte euch mal zeigen, wie die Waffe so ist, schießt, Leistung, Verarbeitung und so weiter. Und gehen wir jetzt erstmal auf den Lieferumfang ein. Geliefert wird die Waffe, wie ihr hier schon seht, natürlich mit einem Midcap-Magazin aus Kunststoff und einer allgemeinen Bedienungsanleitung, die leider nicht speziell für das Modell ausgelegt ist. Dazu kommt noch ein obligatorischer Orler-Pappkarton und das war's soweit schon. Kommen wir nun zur Verarbeitung der Lownex Osiris. Aus dem Karton genommen und befummelt, muss ich sagen, das Gewehr ist wirklich sehr gut verarbeitet und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich muss aber dazu sagen, dass das Gewehr ziemlich schwer ist und auch wuchtig daherkommt, gerade in der 16 Zoll Ausführung, wie sie hier vor euch liegt und vor mir liegt. Dafür ursächlich ist natürlich auch die gute Verarbeitung, denn das Material, speziell jetzt am Gehäuse, ist sehr dickwandig und das bringt natürlich mehr Gewicht mit sich. Auch ist der Handguard ziemlich massiv und kein Leichtgewicht. Zu den Teilen, die hier aus Kunststoff sind, kann ich sagen, ist es der Pistolengriff, der Schaft, das Rear und das Frontsight und natürlich das Midcap-Magazin. Aus Stahl ist der Magazinknopf hier, die Gehäusepins, hier vorne auch nochmal an der Rail, diverse Schrauben und hier hinten die Slingaufnahme. Die ist ebenfalls aus Stahl, sodass euch das, wenn ihr das schwere Gewehr an einen Trageriemen befestigt, euch nicht abreißen wird. Also die Slingaufnahme. Ansonsten zur internen Verarbeitung. Die Waffe hat wirklich ein super Ansprechverhalten. Was ich auch sehr gut finde, ist natürlich, dass hier gleich von Werk aus das Begardi Core EFCS-System installiert wurde. Trotz dass die Waffe etwa 1,8 Joule out of the box hat, wirklich ein super Ansprechverhalten, ihr könnt richtig schnell triggern, auch kreischen die Gears nicht. Ich finde, das ist wirklich ein sauber laufendes System und damit bin ich sehr, sehr zufrieden, was das angeht. Ja, Pisten, Vollstahlzahnpisten, Gears aus Stahl, da bleiben eigentlich intern in der Verarbeitung so keine Wünsche offen und ihr müsst hier auch wirklich nichts dran machen. Zum Thema Hop-Up, das ist ein altes Hop-Up-System, so wie man es von, ja, keine Ahnung, Mitte der 90er Jahre kennt, so wie die ersten Tokyo Marui M4A1 und so weiter auf den Markt kamen. Hört sich jetzt natürlich erstmal nachteilig an, denn meist lassen sich solche Einstellrädchen ziemlich leicht verstellen und halten das Hop nicht. Muss ich hier aber dazu sagen, dass hier die Einstellung wirklich super präzise zu verstellen geht. Also, was heißt präzise? Ihr könnt minimal drehen und es hat schon einen starken Effekt. Aber auf jeden Fall hält das Hop-Up-System die Einstellung, die ihr habt. Und das System, die Waffe kann locker 0,36 Gramm BBs hier in der Ausführung mit 1,8 Joule hoppen. Den Schusstest habe ich dann mit 32er BBs gemacht. Und den zeige ich euch dann. Bleibt einfach dran. Und ja, interne Verarbeitung ist daher auch einfach super. Um das Hop-Up zu verstellen, die Waffe hat zum Glück auch ein Bolt-Catch. Das heißt, einfach am Ladehebel mal durchladen. Bleibt das Verschlussblech, welches ebenfalls metallisch und aus Eisen gefertigt ist, bleibt es hinten stehen und hier seht ihr das blaue Einstellrad, wo ihr den Trall erhöhen könnt. Natürlich könnt ihr das Verschlussblech auch wieder lösen, indem ihr hier den Bolt-Catch-Hebel drückt. Den Bolt-Catch-Hebel drückt und dann geht er wieder nach vorne. Funktioniert auch schön smooth und ja, hagelt nicht so, wie es bei den HK416-Versionen ist.
und rastet auch schön ein und hält auch zu. Der Schaft hinten ist natürlich verstellbar, wie bei allen M4s auf der Schaftröhre, wackelt aber ein bisschen, wenn er hinten dann weit ausgefahren ist. Habt ihr das obligatorische Wackeln. Und was ich aber gut finde, wenn wir jetzt gerade bei der Schaftröhre sind, die haben von Lownix das Kabel hier unter der Schaftröhre langgelegt. Das heißt, das Kabel geht nicht mit durch die Schaftröhre, sodass das hier unten verlegt worden ist und hier nicht im Weg ist. Also ihr könnt hier wirklich auch ein bisschen dickere Akkus nehmen, Single-Stick-Akkus, sodass da eigentlich genügend Platz sein sollte und das Kabel nicht im Weg ist. Das gefällt mir sehr gut. Um den Akku zu wechseln, müsst ihr einfach oben auf den Knopf drücken und könnt dann die Schaftkappe einfach aufklappen. Schön ist, dass die Schaftkappe durch einen Pin gesichert ist und nicht verloren geht. Dann habt ihr links und rechts zwei kleine Fächer, wo ihr Triple Stick, also einen Dreier Akku einlegen könnt, diese wieder die Kappen aufschieben könnt und dann die Decke schließen und schon könnt ihr mit der Waffe dann spielen und quasi ist die Energieversorgung gewährleistet. Er hat schon getroffen, gell? Sorry, ich mach höher. Noch einer? Okay, also kein Problem. Okay. Wie fällt nun mein Fazit zur Lownix Osiris aus? Erstmal die positiven Punkte. Positiv auf jeden Fall die äußerliche Verarbeitung. Das Teil ist massiv, das Teil ist groß, das Teil ist schwer. Was mir auch sehr gut gefällt, ist das Ansprechverhalten, speziell jetzt durch das Bugatti Core-System und das super laufende System. Also wie gesagt, kein Kreischen, schöne schnelle Schussfolgen, man fühlt sich hier wirklich sicher und wohl, die Waffe auch auf eine riesen Skirm, riesen Event mitzunehmen, ohne jetzt Angst zu haben, dass er ausfällt. Dann gefällt mir auch trotz des alten Hop-Up-Systems die Präzision. Also ihr habt ja gesehen, mein Kumpel Kevin hat sich zur Verfügung gestellt, bis auf 60 Metern waren Treffer auf Menschengröße eigentlich noch ganz gut möglich. Und der letzte positive Punkt ist, dass ihr hier wirklich große Akkus reinbekommt. Und auch finde ich die Funktion mit dem Schaft, dass ihr hinten auf einen Knopf drückt und die Öhrchen da links und rechts abmachen könnt, das finde ich sehr gut. Contra, ja gut, hier ist ein
Long Hopper Bucking mit verbaut, was natürlich dafür ursächlich ist, dass das so gut hoppt, das System. Aber ich denke, noch ein bisschen mehr Präzision und Konstanz hätte rausgeholt werden können, wenn da auch ein passender konkaver Omega Tensioner zum Beispiel verbaut worden wäre und nicht diese alte Rolle. Und 529 Euro ist natürlich auch für so ein Klotz und mit den Features nicht ganz günstig. Wenn ich dagegen mal die Syma Nova vergleiche, ich glaube, die kostet etwa 329 oder 360 Euro und die hat auch ein Bugatti Core-System drin. Und ja, das sind dann ja fast 200 Euro mehr. Ja, muss man überlegen. Natürlich muss ich aber dazu sagen, dass die Waffe hier noch massiver als eine Syma ist. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. So, ich hoffe, die Erleuchtung ist über euch gekommen. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Review. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao.